Servus. Hier ein Video von unserer neuen Errungenschaft, den Retron 5 von der Firma Hyperkin. Man sieht hier die Konsole selbst schön gepolstert, einen Bluetooth-Controller, den wir wahrscheinlich eher nicht brauchen werden, verschiedene Kabel und Stromkabel für alle möglichen Länder. Das ganze Ding kommt, glaube ich, weltweit einheitlich auf den Markt. Wem das Ding jetzt gar nichts sagt, die Firma Hyperkin, die stellt unter anderem Dritthersteller Controller her und Ersatzteile für alte Konsolen. Retro, der Name sagt alles. Ihr könnt halt mit dem Ding alles Mögliche spielen von früher, wenn ihr die Originalbude besitzt. Famicom, den japanischen NES, den NES, unsere halt Super Nintendo, eckiger Kasten, ich glaube, die passen hier auch mehrere Versionen rein. Und wer es hat, Sega Genesis. Irgendwo hier an den Seiten könnt ihr noch die Original-Controller ranmachen. Und das Ding spielt sogar Gameboy-Spiele. Ich glaube Gameboy, Gameboy Color, GBA, alles auf einmal. Und das Ganze wird dann angeschlossen über HDMI-Anschluss an modernen Fernseher, wenn ihr halt keine Röhre mehr habt. Da ist Strom, da ist SD-Karte, die ist für Updates. USB, keine Ahnung, ich rate mal, Controller aufladen. Ja, dann hoffen wir mal, dass ich da schön Spaß mit habe.